Liebe Krimileser von Meine Kommissare D., ich stelle Ihnen ein Schweizer Krimi vor. Hauptkommissar Theobald Weinzepfli und das Orakel von Tegertschi. Tegertschi gibt es tatsächlich, heißt heute Münsingen, hat knapp 400 Einwohner. Und da geschehen seltsame Dinge, die nur dem Philosophielehrer Günter Struchen, 31 Jahre jung ist der, eingefallen sein können. Ist das ein Ausflug in die Philosophie? Ist das ein Krimi? Es ist beides. Es ist vor allen Dingen lesenswert. Ein 700 Kilogramm schwerer Felsbrocken fällt einem Kommissar auf den Kopf. Das überlebt er nicht. Kein Wunder. Aber wie kommt dieser Felsbrocken in das Zimmer, auf sein Bett? Wundersame Dinge passieren da. Aber ich kann Ihnen sagen, es ist ein Krimi. Es ist ein echter Schweizer Krimi. Ich möchte Ihnen ein wenig von der Stimmung vermitteln. Ich versuche es mal in Schweizer Mundart, nicht lachen. Es war nicht so, dass die Tegertscherinnen und Tegertscher ob des Mordfalls geschockt gewesen wären. Er riss sie aber sehr wohl aus ihrem Alltag. Obwohl es an Arbeit eigentlich nicht mangelte, weilte keiner der Bauern auf dem Feld. Ernst Schwüter, der Arzt, hatte die Hausbesuche gestrichen. Bäckermeister Klosner verteilte nur vorgestriges Brot. Und der Postbote Albert Käser, der diesbezüglich auch sonst keine Gelegenheit ausließ, machte blau und versenkte die Samstagspost im Feuerwehrweiher. Ein Mord hatte sich im Dorf ereignet. Dieser Vorfall degradierte alles andere zu Nebensächlichkeiten. So geht es weiter. Sie werden Worte lesen, die Sie nicht verstehen. Es sind Schweizer Worte. Aber wenn man einen Moment nachgrübelt, dann erfährt man schon den Sinn. Es ist ein Krimi mit Mord und Totschlag, mit Ermittlern, mit Menschen, die Spuren nachgehen und den Täter suchen. Dass das nicht sein kann mit dem Felsbrocken, ist ja jedem klar. Trotzdem gibt es eine Lösung. Ich kann dieses Buch nur empfehlen, allen Schweizer Freunden, allen Krimi-Freunden, Freunden der Philosophie. Günter Struchen, Hauptkommissar Theobald Weinzepfli und das Orakel von Tegertschi. Es ist erschienen im Kosmos Verlag Bern. Danke fürs Zuhören.